Killers! Was geht bei euch ab und so? Dummdödel-Challenge, aha. Pass auf, wer das nicht kennt, ich mache bei der Dummdödel-Challenge so ein Arms-Race-Spiel, ich muss es gewinnen, sonst passiert XY. Und im Moment ist XY folgendes. Ich muss in einem Spiel das nächste Mal meine Mausgeschwindigkeit auf ultraschnell stellen und mich voll blamieren. Aber ich dachte mir, vielleicht können wir das leicht abändern. Da ich jetzt im Moment so viel streame, muss ich im Stream zur Belustigung von euch allen meine Geschwindigkeit auf 100 Trilliarden stellen, also die Mausgeschwindigkeit. Wie wär's? Ich muss noch warten, bis der erste 4 Punkte hat, denn ich habe die letzten 2 Runden ja einfach knallhart schon geholt. Obwohl der letztes Mal sogar 3 Runden Vorsprung hatte, 3 Kills. Jetzt gebe ich ihnen 4 Kills und wir schauen mal, ob das eine Besserung bringt. Ich hoffe, ich habe immer Schiss, dass ich mich... Geh weg, Alter! Ich habe immer Schiss, dass ich mich voll blamier, wenn ich sowas mache, weil ich dann vielleicht gar nichts hole. Aber nee, ich bin ultra gut. Ich glaube, nächstes Mal mache ich, dass ich einen anneifen muss, bevor ich was machen darf. Hey, ihr Pisses! Der erste muss noch einen Kill machen und dann kann ich loslegen. Die andere Simulator war nicht als fettes Projekt geplant. Es ist nur in 2 geteilt, weil es so groß war, weil es so lang war. Oh, der erste hat 4. Okay, ich kann loslegen. Die Aufnahme war so lang, ich habe so lang gespielt, dass ich es zerteilen musste. Shit, shit, jetzt sehe ich keine Gegner! Oh, jetzt muss ich aber Gas geben. Ja, das musste ich eben in 2 Teile teilen. Da kommt der zweite Teil noch, aber ich muss den nochmal aufnehmen. Denn ich habe die komplette Aufnahme gelöscht. Ich alter Hohlbohrer. Das war echt richtig bitter gestern. Das musste ich, ich habe es dann noch versucht zu recovern, aber no chance. Ich konnte alles, hätte alles recovern können von meinem Projekt, außer die Videodatei. Und ja, das ist einfach behindert gewesen. Leute, hopp, wo sind denn Gegner? Ich bin erst bei 2. Boah! Shit! Dann habe ich gestern noch Space Engineer gespielt und habe mir die Tutorials mal alle angeschaut. Also ich hab's jetzt drauf mit der Macht, sage ich mal, so ein bisschen. Ich habe alle Tutorials durchgemacht. Space Engineer steht ja auch aus als Let's Play-Vorschlag. Und natürlich gestern durch den Stream, Leute, durch eure krassen Spenden, unter anderem Havelix und Blackson, habe ich mir jetzt Spec Ops The Line gekauft. Und ja, das ist komplett durch eure Spenden entstanden. Ach komm! Mann, ich bin erst bei 4 und andere schon bei 8. Ja, das ist dann auch nochmal so ein Täter für eine Let's Play in Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich Let's Plays komplett nicht schneiden werde, also komplett. Ich werde auf jeden Fall Let's Play-mäßig sehr langatmig die ganze Geschichte halten, also nicht langweilig, aber langatmig, was eben dann doch die Schnitte angeht. Aber wenn ich zum Beispiel bei Space Engineers eben mal 100 Kilometer irgendwo hinfliegen muss und nichts zu erzählen habe, dann schneide ich das natürlich raus, ne, damit ihr trotzdem durchgehend Kommentar habt, so wie es eben zum Beispiel auch im Livestream der Fall ist, ja, damit ihr einfach durchgehend, da wird durchgehend gepowert. Ja! Ja! Oh mein Gott! Jetzt pimmel ich sie, Mann. Geht zur Seite. Ja. Scheiße. Auf, Leute, kommt. Ich will auch endlich die Sniper haben. Nein, da krieg ich doch den Kill geklaut. Wow, okay, ich hab Sniped. Die haben keine Chance. Oh. So, jetzt. Komm schon, komm schon. Okay, whoop. Nein! Leute, noch zwei Kills fehlen. Ah, fuck! Scheiße, die anderen sind schon mal Revolver. Und da hat er seinen ersten... Da hat er seinen zweiten Revolver-Kill sogar schon hinbekommen, der Drecksack. No, fuck! Ich schaff's nicht. Ich seh's schon kommen. Ich muss im Stream ultra die Mausgeschwindigkeit einstellen. Ja. Okay, noch zwei, Leute. Nein! Okay, noch einen. Noch einen Kill Vorsprung hat er, der andere. Nein, shit! Fuck, er hat Knife. Das schaffe ich nicht mehr, scheiße! Nein, Leute, rennt nicht rein! Ich krieg's gerade nicht gebacken. Oh Gott! Nein, wie knapp war das? Fuck! Naja, okay. Im nächsten Livestream muss ich mit euch bei einem Casual-Spiel oder ich weiß nicht, ob ich es bei Matchmaking machen soll, weil das ist halt scheiße fürs Team, ne? Wenn dann so ein Hurenbock dabei ist. Aber ich muss auf jeden Fall die Mausgeschwindigkeit auf ultra hardcore machen für mindestens ein ganzes Spiel und mich ultra aufregen, weil es nämlich hart wird. Haarig! Also vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut.